Es geht weiter mit einer meiner allergrößten Stärken, schöne Handschrift. Ich weiß, also ich bin Radiomoderator, da funktioniert Ironie nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt rüberkam. KI-Handschrifterkennung. Herzlich willkommen auf der Bühne, Alex, Franz und Arne. Ja, hallo, wie gesagt, wir sind Arne, Franz und Alex. Ich bin Alex, Franz. Entschuldigung, Franz, Arne. Ich bin auch verwirrt. Wir haben eine künstliche Intelligenz programmiert. Die Idee dahinter ist, dass sie eine Notiz einscannen und dann wandelt die KI das in ein Textdokument um. Wir haben es bis jetzt in der kurzen Zeit leider nur mit Zahlen geschafft, mit 8x8 Pixeln, also leider ziemlich wenig. Ja, wir schauen mal weiter. Genau, also eine künstliche Intelligenz, das funktioniert eigentlich so, du gibst ihm irgendeinen Input, wir haben jetzt Bilder importiert, und also 8x8 Pixel, und es kommt ein Output raus. Da gibt es verschiedene Arten von künstlichen Intelligenzen, wir haben jetzt Classifier geschrieben, das heißt, es sollen einfach, der Input soll verschiedenen Klassen zugeordnet werden. Zum Beispiel, wir haben jetzt ein Bild, das zeigt eine 0 da, da soll dann als Klasse die 0 rauskommen. Genau. Es gibt verschiedene Arten von künstlichen Intelligenzen. Das ist jetzt ein neuronales Netz. Hier hast du deine Input-Daten. Die werden dann hier über das neuronale Netz verändert und es kommt ein Output raus. Hoffentlich der, den du erwartest. Dann gibt es noch das Support-Vector-Machine. Du hast einfach zwei verschiedene Klassen. Und sollst dann... sollst dann eine Linie zwischen denen ziehen. Wenn du dein neues Objekt hast, kannst du dem dann einer Klasse zuordnen. Die haben wir beide geschrieben, genau. Also hier seht ihr die Daten, mit denen wir die KI gefiltert haben. Also lauter einzelne Zahlen. Also wir haben jede einzelne betrachtet. Und wenn man die jetzt als Input eingibt, dann sollte danach auch die richtige Zahl rauskommen, und wir haben das halt so gemacht, dass halt parallel als Zusatzinformation noch die richtige Zahl war, und dadurch konnte ihr die halt erlernen, wie das funktioniert. Ah ja, genau. Also wir haben, hier ist ein kleines Beispiel, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, haben wir einmal die KI mit 10 Bildern gefüttert. Also 10 Bilder zum Lernen gegeben, also von 0 bis 9 einmal alle Bilder. Einmal 50 Bilder und einmal 500 Bilder. Und anhand dessen kann man sehen, zum Beispiel hier in der ersten Spalte, mit 10 Bildern hat die das noch nicht richtig erkannt, dass es eigentlich hier unten eine 1 sein soll. Hier unten die unterste Zeile ist die Lösung. Und oder hier sieht man die 3, sieht nicht unbedingt aus wie eine 5. Die 9 kann man schon eher mit einer 5 verwechseln, wenn man es komisch schreibt. Genau. Die KI war erstaunlicherweise mit 10 Übungsbildern schon bei 58% richtig und mit 50 Bildern 72%, 500, ja, hatte die hier nur einen Fehler drin. Genau. Also jetzt zeigen wir unser Programm nochmal, also die Demo. Jetzt starten wir unser Programm, wir haben es in Python geschrieben. Also hier sehen wir die Testzahlen, die haben wir selber geschrieben und dann auch Foto gemacht und jetzt hat halt der KI gegeben. Wir geben das jetzt der KI, die schon trainiert worden ist, und jetzt können wir gleich schauen, ob es funktioniert hat. Also hier seht ihr jetzt die Zahlen, die rausgekommen sind. Das sind die richtigen Zahlen und das die KI ausgegeben haben. Da sieht man, ja, also eine 4 kann man, ist es relativ gut eigentlich, weil die Zahlen eigentlich alle übereinstimmen, außer 3, die ziemlich ähnlich sind. Genau. Natürlich sind wir in der kurzen Zeit nicht ganz fertig geworden mit unserem Projekt. Wir können nur 8x8 Bilder mit 8x8 Pixeln einfügen und füttern die KI damit. Erweiterungen wären, dass man jetzt halt ganze, Dokumente oder sowas fotografieren könnte und das dann der Output in ein
Textdokument geschrieben wird. Das wären die Erweiterungen. Genau, jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Und wir wollten uns nochmal bei unserem Mentor bedanken, beim Andi. Applaus für Alex, Franz und Arne. Wollt ihr abbauen und die anderen nochmal kurz zu mir? Komm noch mal kurz zu mir. Kommt nochmal her. Ihr seid noch nicht entlassen. Wir müssen noch ein bisschen überbrücken, bis die Nächsten aufgebaut haben. Jungs, Machine Learning, Artificial Intelligence, also ihr habt mit einer KI gearbeitet. Ihr kanntet euch vorher auch gar nicht, ne? Okay, ihr habt in 2 Tagen ein Handschrifterkennungsprogramm geschrieben. Was wusstet ihr vorher schon über KI? Also erstmal genau gesagt, wir haben eigentlich nur einen halben Tag geschrieben. Den ersten halben Tag haben wir versucht, Software zu installieren, was irgendwie nicht ganz funktioniert hat. Haben wir gestern Mittag irgendwann angefangen und dann mit der KI, ich habe da nicht so viel zu tun gehabt, das haben eher die gemacht. Was habt ihr gemacht? Ja, also wir haben, wie gesagt, 2 verschiedene Arten von von KIs geschrieben. Einmal neuronales Netz und einmal ein CV, keine Ahnung, irgendwas anderes. Genau. Hauptsache ihr wisst, wie man damit umgeht. Genau, und unser Mentor hat das uns halt beigebracht. Genau. Was nehmt ihr mit von heute fürs nächste Mal, für zu Hause? Was habt ihr gelernt, was ihr weiterverwenden könnt? Also bevor man hierher kommt, sollte man Git auf seinem Computer installiert haben. Das dauert immer ziemlich lang, bis man das installiert hat. Guter Tipp fürs nächste Mal. Danke euch dreien. Ich glaube, wir können direkt weitermachen. Ihr seid entlassen. Jetzt dürft ihr von der Bühne.